Ich bin hier im Geoma-Institut in Kiel und bin hier, weil mein Video, ein Webvideo, einen Preis gewonnen hat. Deswegen darf ich jetzt an einem Forschungsstück mitfahren und mir das Institut angucken. Was mich besonders am Meer interessiert, ist ja besonders die Natur und die Umwelt und ja teilweise auch, wie viel Plastik in der Umwelt vorkommt, die Umweltverschmutzung, wie der Mensch sich auf die Umwelt auswirkt und was man dagegen tun kann. Heute haben wir zum einen das Aquarium hier besichtigt, das ist eigentlich auch für jeden zugänglich. Zum anderen haben wir auch die technischen Geräte gesehen, mit denen in der Tiefsee getaucht wird. Das fand ich zum einen sehr beeindruckend, weil wir die Sachen dann wirklich in der Realität gesehen haben, wie die Tauchroboter dann auch wirklich aussehen, welchen Druck die aushalten können, das war sehr beeindruckend. Meine letzte Schifffahrt ist schon etwas her. Ich habe mal eine Segeltour mitgemacht und so. Aber so richtig gerechnet auf ein Forschungsschiff dann mal richtig mitfahren zu können, das war mir noch nicht so klar, dass ich das mal können könnte. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass ich seekrank werden würde. Die Alpor ist hoffentlich groß genug, dass es nicht allzu sehr schwankt und ich seekrank werde. Und ansonsten kann man ja noch Mittel nehmen, Kaugummi kauen oder so. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht seekrank werde.